So, jetzt habe ich die Uhr einige Zeit lang getestet. Und ich muss sagen, sie ist auf jeden Fall gelungen. So viel kann ich mal sagen. Ich mache hier nochmal die letzten Folien ab. Die wollte ich mit euch zusammen wegreißen. So. Hier ist auch nochmal eine fette Folie drauf. Genau, jetzt sieht es auch hier ganz schön glänzend aus. Die Folie hier habe ich schon noch nicht abgemacht, ne? Oder? Doch. Die da hinten muss ich noch abmachen. Das geht da schnell. Ja, also was kann ich so was sagen? Das Gewicht stört auf keinen Fall. Also ich glaube, normale Uhren wiegen auch so viel. Fühlt sich ganz gut an, ne? Im Handgelenk. Und ja. Viel kann ich dazu nicht sagen. Langzeitqualität-Test kann ich natürlich noch nicht sagen, da ich die Uhr noch nicht lange hatte. Aber auf den ersten Blick macht es einen guten Eindruck eben. Hier steht doch irgendwas. Okay. Genau. Ich, die Folie muss ich auch abmachen, oder? Ja. Okay. Ja. Zifferblatt ist klar erkennlich. Leuchtet im Dunkeln eben auch auf, dank der Beschichtung, die Licht einfängt und eben leuchten lässt. Und der im Vergleich zu meiner Ice Watch sieht sie erstens viel kleiner, größer aus und schwerer. Ja, aber das Band ist richtig gut. Und dann haben wir hier diese drei Stoppfunktionen. Also, wir haben immer die Stundenanzeige, die sich immer die Check zurecht. Auf der linken Seite haben wir die Minutenanzahl und unten haben wir eben die Sekundenanzahl. Also, wenn ich jetzt hier mal auf Start drücke, dann bewegt sich eben dieser Sekundenzeiger. Der dreht sich eben. Und wenn er einmal ganz gedreht hat, geht es um eine Minute links oben weiter. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine, hoffe ich zumindest. Und die Stunden zeige ich euch halt immer noch nicht, was es ist. Ja, wie gesagt, coole Uhr. Kann ich euch empfehlen. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. Ich bin auch kein Uhrenspezialist. Deswegen will ich mein Video schon jetzt beenden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich jedenfalls freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben könnt und mich abonnieren könnt für weitere Videos. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Mit neuen aktuellen Videos zu allen möglichen Zeugs. Und ja, wie gesagt, kann ich empfehlen. Ich bin jetzt nicht der Uhrenspezialist schlechthin von dem her. Aber was ich dazu sagen kann, die sieht richtig cool aus. Und ja, dann machen wir hier noch Schluss, eine Stoppsekunde wieder auf 0, also zurücksetzen, indem ich den unteren Button drücke und voilà. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.